Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ganz herzlich grüße ich Sie und euch heute zu unserem Gottesdienst am zweiten Sonntag nach Epiphanias hier in unserer schönen Odenbüller St. Vinzenzkirche auf Nordstrand. Ein herzliches Dankeschön geht an Maurice Antoine Croissant für das wunderbare Orgelvorspiel Help, eine Bearbeitung des Liedes Aus der Tiefe rufe ich zu dir von Thomas Riegler. Das alttestamentliche Losungswort für den heutigen Sonntag steht bei Nehemia und heißt: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Lasst uns alles, was uns bedrückt, hineinnehmen in diesen Gottesdienst und ihn feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören Worte aus dem 100. Psalm. Lobet den Herrn, ihr Bewohner der Erde. Stellt euch freudig in seinen Dienst. Kommt zu ihm mit lautem Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns geschaffen und wir gehören zu ihm. Wir gehören zu seinem Volk. Und er sorgt für uns wie ein Hirte für seine Herde. Preist ihn mit einem Loblied und dankt ihm für seine Taten. Denn Gott ist gut zu uns. Seine Liebe hört niemals auf. Von einer Generation zur anderen bleibt er treu. Wir hören eine Lesung aus dem Johannesevangelium aus dem 2. Kapitel. Die Hochzeit in Kana. Am 3. Tag wurde in Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Maria, die Mutter von Jesus, war dabei und auch Jesus war mit seinen Jüngern eingeladen. Als der Weinvorrat zu Ende ging, sagte seine Mutter zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Doch Jesus antwortete: Das ist meine Sache, nicht deine. Der richtige Zeitpunkt ist für mich noch nicht gekommen. Maria sprach zu den Dienern: Tu alles, was er euch sagt. Bald darauf bat Jesus die Diener: Füllt die großen Wasserkrüge mit Wasser und gebt dann dem Festmeister eine Kostprobe zu trinken. Der Verantwortliche für die Hochzeitsfeier nahm einen Schluck von dem Wasser, das zu Wein geworden war, und sagte zu dem Bräutigam: Eigentlich serviert man zuerst den guten Wein und später folgt der schlechtere. Aber du hast den guten Wein bis jetzt aufgespart. So vollbrachte Jesus sein erstes Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn.
bekennen nun unseren christlichen Glauben mit den Worten des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, in unserem heutigen Predigttext geht es um die Hochzeit zu Kana, die wir gerade schon im Evangelium gehört haben. In einer Religionsstunde in der dritten Klasse, da erzählt die Lehrerin diese Wundergeschichte, in der Jesus Wasser zu Wein verwandelte. Und sie fragt anschließend, was glaubt ihr, haben die Leute hinterher dazu gesagt. Und ein Schüler sagte, den laden wir auch ein. Ja, liebe Gemeinde, vielleicht wollte der Evangelist Johannes genau diese Reaktion hervorrufen. Den laden wir auch ein. An diese Hochzeit zu Kana haben sich die Gäste noch lange erinnert. Zur damaligen Zeit wurden Hochzeitsfeste aufwendig gestaltet. Das ganze Dorf feierte mit. Und bei dieser Hochzeitsfeier in Kana waren Maria und Jesus und seine Jünger ebenfalls als Gäste mit eingeladen. Und die Feier ist schon in vollem Gange. Da nimmt Maria Jesus beiseite und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Und dieser Satz seiner Mutter ist mehr als nur eine Information. Es klingt eher so wie der Satz eines Beifahrers zum Fahrer, die Ampel ist grün, das heißt, gib Gas und fahr endlich los. Und hier in dieser Geschichte bedeutet sicherlich die Information, die Maria an Jesus weitergibt, nun tu doch etwas. Und Jesus scheint seine Mutter nur allzu gut zu verstehen und antwortet ziemlich knapp, das ist meine Sache und nicht deine. Marias Reaktion ist großartig.
Sie macht Jesus keine Vorhaltungen nach dem Motto, wie redest du eigentlich mit deiner Mutter? Aber sie lässt sich auf der anderen Seite auch nicht entmutigen. Sie hat Vertrauen und sie handelt. Sie geht zu den Dienern und sagt ihnen, tut, was er euch sagt. Und Jesus sagt zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und als der Speisemeister dann das Ergebnis probiert, da kann er sich nur wundern. Das ist der beste Wein, den er je geschmeckt hat. Und der wurde so lange zurückgehalten, er gibt den Wein zum Ausschank frei. Diese Wundergeschichte in dem kleinen Dorf Kana in Galiläa geschieht mitten auf dem Land. 8 Kilometer von Nazareth entfernt wohnten einfache Familien. Aber genau hier, mitten auf dem platten Land, in der Prärie sozusagen, da offenbart Jesus seine Herrlichkeit. Das ist außergewöhnlich. Es ist das erste Wunder, das uns von Jesus überliefert wurde. Und die Frage stellt sich, war dieses Wunder eigentlich nötig? Das Brautpaar hätte doch vorher einfach besser kalkulieren müssen. Andere Bibelausleger fragen sich, warum diese gigantischen Weinmengen? 6 Steinkrüge mit jeweils 100 Liter Wein? Das ist doch außergewöhnlich viel. Hätte nicht das Fest auch ohne Wein zu Ende gehen können? Aber in dieser Geschichte steckt viel mehr als nur ein bloßes Wunder. Jesus wirbt um Vertrauen und um Glauben. Ein wichtiges Merkmal der Wasserkrüge damals waren die rituellen Vorschriften. Und dabei ging es nicht nur um die äußere Reinigung, sondern auch um die innere Reinigung. Jesus verwandelt nun genau dieses Reinigungswasser in ein Zeichen der Barmherzigkeit Gottes. Und er verkündet damit die Großzügigkeit und die Freundlichkeit unseres Gottes. Wein und auch Traubensaft laden uns ein, fröhlich und mit Danksagung das Gute zu genießen. Jesus verwandelt Wasser zu Wein. Und vielleicht entwickelte sich damals in Kana die Redewendung, den laden wir auch ein. Einige kennen das Tischgebet, das wie eine Kurzfassung dieser Geschichte der Hochzeit zu Kana klingt. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Liebe Gemeinde, wir dürfen Jesus in unser Leben einladen. Und er sagt, kommt und füllt die Krüge. Füllt eure Krüge mit dem, was ihr habt, mit dem, was euer Leben ausmacht. Und ich will euch die Fülle des Lebens geben. Wasser und Wein, das sind Elemente unserer Sakramente, erinnern uns an Taufe und Abendmahl. Die Taufe als der Anfang des Weges mit Gott und das Abendmahl als Vergewisserung auf unserem Lebensweg. Wir werden beschenkt mit Gottes Liebe und Barmherzigkeit und werden hineingenommen in die Gemeinschaft mit Gott selbst. Und das wäre doch eine tolle Empfehlung für uns alle heute. Jesus laden wir auch ein. Amen. Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen.
Und der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Ein Dankeschön allen, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Und ein großer Dank geht wie immer auch an Bjarne, Lennart, Christian und Oliver. Vielen Dank für eure tolle Unterstützung. Die sonntäglichen Digitalgottesdienste wird es noch weiterhin geben. Und schon jetzt herzliche Einladung auch zu unserem öffentlichen Gottesdienst am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr hier in unserer Kirche. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und nun freuen wir uns auf Rätselfragen rund um die Kirche mit Jönna und Ulf. Also, Rätselfragen rund um die Kirche. Erste Frage. Welche Farbe hat unser Kirchturmhahn? Silber, Gold oder Schwarz? Gold. Zweite Frage. Wie viele Einzelscheiben hat das große Kirchenfenster? 21, 41 oder 61? 61. Dritte Frage. Welche Tiere sind auf dem Weihnachtsbild an der Empore? Kamele, Kühe oder Kaninchen? Kamele. Vierte Frage. Wie viele Spieltasten hat die Orgel insgesamt? 88, 98 oder 108? 108. Aus welchem Material besteht der Taufstein? Namura, Marmor, aus Kalksandstein oder aus Beton? Das heißt Namura Marmor. Namura Marmor. Super. Sechste Frage. Die handgearbeitete Altardecke stammt aus dem Jahre 1819, 1919 oder 2019? 2019. Und die letzte Frage. Was haben die Geschwister von Hanna Hummers gestiftet? Die Kanzel? Eine besondere Kirchenbank oder die Glocke? Die Kanzel. Toll! Wir denken an unsere Lieben in der Nähe und in der Ferne und alles, was wir Gott in der Stille sagen wollen, bringen wir in einem stillen Gebet vor ihn. Danke Gott, dass du Gebete hörst. Amen. Und gemeinsam beten wir nun das Vaterunser, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören auf die irischen Segenswünsche. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Und nun freuen wir uns auf ein musikalisches Nachspiel. Die Hirtenmusik aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, gespielt von Vanessa Peiroth und Maren Saalborn an den Flöten und Hans-Peter Peiroth an der Orgel. Herzlichen Dank dafür.